So, herzlich willkommen im GIST-Lot zum nächsten Vortrag. Es geht jetzt um etwas Spezielleres, um die Einbindung von historischen und Umweltdaten in Kartenlayer. Und dazu begrüßen wir den Michael Kahle, und der wird uns dazu jetzt einen Vortrag präsentieren. Ja, vielen Dank. Freue mich, dass ich hier sein kann. Jetzt hatten wir viel über ganz moderne Entwicklungen gehört. Die Frage ist, warum sollte man historische Umweltdaten darstellen? Was hat man davon? Warum macht man das? Ja, da gibt es eigentlich zwei Gründe. In Zeiten des Klimawandels kann man natürlich historische Klimaverhältnisse rekonstruieren und dann die benutzen, um heutige Extreme zum Beispiel einzuschätzen, ne? Ob die öfters vorkommen, ob die extremer geworden sind. Wichtige Geschichte. Zeitreihen ist da so das Stichwort, was man macht. Der zweite Punkt ist, dass man auch gesellschaftliche Einflüsse beobachten kann. Man kann schauen, wie haben so Gesellschaften reagiert auf Veränderungen, auf Extreme. Wie ist so das Wirkungsgefüge, wie anfällig ist eine Gesellschaft auch. Deswegen beschäftigen wir uns damit viel. Die Stripes habe ich Ihnen hier mal mitgebracht. Die haben wir selber gerechnet hier. 500 Jahre sieht man nicht so oft. Darunter mal den Niederschlag. Und da ist natürlich die Frage, verändert sich das? Ist das extremer geworden? Das versuchen wir zu beantworten. Das macht die historische Klimatologie, die das anhand von alten Dokumenten hauptsächlich macht. Ja, um das gut zu machen, haben wir eine virtuelle Forschungsumgebung entwickelt, tambora.org, die dazu dient, um solche Daten einzupflegen, sie zu archivieren dauerhaft, auch sie darzustellen und sie auch verteilen zu können. Und wir haben uns da ziemlich diesen FAIR-Prinzipien auch verschrieben. Wir möchten also die Daten öffentlich haben, möchten das so unseren Beitrag zum Open Science auch bringen. Ja, so sieht ungefähr der Arbeitsablauf auf. Ist relativ komplexe Arbeit. Man muss oft so im Archiv auch Dokumente erstmal finden, muss die dann lesen können, vielleicht auch noch übersetzen von Lateinisch oder von anderen Sprachen. Muss dann auch überlegen, ist diese Quelle auch zuverlässig, liefert die valide Daten, und dann kann man eigentlich anfangen, diese Quelle auszuwerten, kodiert dann Informationen heraus. Über Indizes werden die dann numerisch auch transformiert und kann dann schließlich diesen Datensatz auch veröffentlichen. Und um das alles ja geschlossen machen zu können, wurde eigentlich Tambora entwickelt. Ein bisschen Tech-Talk hier, technische Infrastruktur. Unsere Studenten erschrecken dann immer, sie natürlich leider nicht. Das kommt Ihnen alles bekannt vor. Also das ist so das Setup, auf dem wir uns da befinden. Das ist also alles so Names, die Sie die Tage schon oft gehört haben. Kommen wir zurück zu den Daten. Was kodieren wir genau? So klar, der Ort natürlich, ne? Sonst wäre ich nicht hier. Aber dann im Historischen ist natürlich auch die Zeit wichtig. Wann ist das denn passiert? Und dann interessiert uns auch, was ist da denn passiert? Welche Beschreibung liegt da vor? Wer hat es denn geschrieben? Das ist natürlich so ein Punkt noch. Die Quelle also wird hinterlegt, sodass man das auch nachvollziehen kann. Und so, dann beginnen wir auch so im Ansatz, so Kausalitäten abzubilden. Also welche Folgen sind durch irgendwelche Ereignisse auch ausgelöst worden? Habe ich Ihnen ein paar Quellen mitgebracht. Also im Prinzip, wie schon gesagt, schriftliche Dokumente in allen möglichen Sprachen, in Schreibschrift zum Teil auch. Bilder oder Grafiken sind da dabei. Jetzt neu auch so rezente Sachen, wo wir uns ein bisschen drauf stürzen, also so aktuelle Zeitungsmeldungen zum Beispiel, weil man da im Prinzip die gleichen Prinzipien anwenden kann. Wenn man das ein ganzes Leben lang macht, wie der Herr Glaser, dann kommt da einiges auch zusammen an Ort, an Dokumenten, ja. Beim Ort hat man so die üblichen Schwierigkeiten, die man beim Geocoding so hat, ne? Zusätzlich, dass man noch so historische Probleme hat, weil sich Orte vielleicht verändert haben, nicht mehr so heißen wie heute, oder weil Gebiete sich verändert haben. Oft sehr schwammige Aussagen auch, also da kann man sich austoben. Also das geht oft mit den klassischen Geocodings nicht immer zu 100%, ne? Das können Sie sich vorstellen. Bei der Zeit ist es ähnlich, weil viele Rechnerzeitsysteme, die fangen vor 1980 gar nicht an. Aber wir gehen natürlich weit zurück.
Da gab es Kalenderreformen und alles Mögliche, also da hat man auch Herausforderungen. Auch da hat man oft schwammige Aussagen, ne? Feiertage oft oder Namenstage, muss man sich auch ein bisschen reinfinden. Die Codierung ist auch spannend natürlich, weil man sehr unterschiedliche Informationen findet. Manchmal findet man einfach das, was stattgefunden hat, ein Erdbeben, Sonnenfinsternis oder Niederschlag. Aber oft gibt es da auch so Informationen, so wie heftig es war, wie stark es war. Starker Regen, schwacher Regen benutzen wir heute noch, ne? Findet man auch in historischen Dokumenten. Manchmal auch schon Messwerte. Ne? Also die große Zeit der Messwerte fängt natürlich relativ spät an, aber zum Teil hat man schon so Pegel zum Beispiel auch sehr früh gemessen. Und da findet man dann auch kontinuierliche Messwerte. Ansonsten, wenn das nicht gibt, dann greifen wir auf diesen Trick der Indizierung zurück, wo man eben versucht einzuschätzen, wie extrem war jetzt zum Beispiel eine Temperaturangabe, war es wirklich sehr, sehr heiß oder nur warm oder umgekehrt kalt. Für den Niederschlag machen wir das. Bei der Windkraft kennen Sie das, Windstärke kennen Sie das, wahrscheinlich die Beaufort-Skala. Windrichtung bietet sich an. Und ansonsten oft auch nur einfach so Indikatoren, es steigt oder es sinkt oder es ist stark oder schwach. Die zeitliche und räumliche Verteilung der Werte, die man so vorfindet, beginnt so ab 800 ungefähr, steigt dann so kontinuierlich an. Bei Gutenberg gibt es nochmal so einen Sprung und hört dann in der Neuzeit eigentlich ein bisschen leider auf, weil man sagt, da hat man ja Messwerte. Und diese Lücke versuchen wir eigentlich gerade so ein bisschen zu schließen, aber so klassischerweise hat man da oft aufgehört, ne, in dem Bereich, wo man gemessen hat. Schwerpunkt ist so Mitteleuropa, haben aber auch ein paar Stellen im Orient, ein paar Stellen in den USA und so neuere Daten, die so rund um die Welt auch anfallen. Ja, ist die Frage, wie kommen Sie an die Daten ran? Ne? Was können Sie mit den Daten machen? Da haben wir so verschiedene Schnittstellen ins Leben gerufen, Tambora selber können Sie natürlich benutzen. Wir haben auch eine Datenserie geschaffen, wo Sie das in PDF nachlesen können oder auch als CSV-Dateien einladen können. Ein R-Interface, wo Sie das machen können. Oder auch ein API, das schon versucht ist, geometrisch und zeitlich zu aggregieren. Aber was ich Ihnen jetzt zeigen will, ist diese GeoJSON-Schnittstelle, die wir geschaffen haben, um Einzelereignisse auch darstellen zu können. Also die Frage, wie gelangen jetzt die Events in Ihre eigene Karte? Da habe ich zwei Packages geschrieben, die relativ leicht so ein Layer dann einbinden können. Da wäre zunächst mal für OpenLayer das Package, was auch auf NPM liegt und auf GitHub. Und Sie sehen, Sie können relativ schnell hier mit wenigen Zeilen Code, also Sachen einfügen. Das ist noch ein bisschen kryptisch. Das ist aber der gleiche String, der auch in Tambora verwendet wird. Das werde ich aber noch, werde ich noch auflösen, dass es leichter handhabbar ist. Aber trotzdem hat man relativ schnell so einen Markov-Layer eingebunden. Das gleiche gilt im Prinzip für Leaflet. Da hat man fast den gleichen Code aus Anwendersicht. Man definiert das Layer und bindet es zu der Karte dazu. Das war es dann eigentlich auch schon. So sieht es dann aus, wenn man das gemacht hat. Man hat also die Karte, hat so Markierungen, die so auch versuchen, Hinweise zu geben, was es sich dabei handeln könnte. Also man sieht hier so Eurozeichen für Preis oder Gläser, das steht für Wein. Und wenn man dann drauf drückt, dann kommt so auch die Quelle, die dahinter steht, mit einem Zitat. Das macht richtig Spaß auch, mal so zu gucken, was ist da so passiert, vor Ort vielleicht oder genau, in der Zeit zurück und kriegt so relativ Informationen, kann dann auch sehr schnell wieder in die Originalquelle springen und sich das nochmal ganz genau angucken. Ja, hier ist eine Beispielanwendung. Mal schauen, ob ich da wechseln kann. Ja, also das wurde so, sage ich, so ein bisschen der Vorgänger, aber das ist jetzt so ein Beispiel dafür. Da sehen Sie im Hintergrund so Dürreinformationen, die aus Baumreihen gerechnet worden sind, indem man Baumringe analysiert hat und das ist aber so eine jährliche Auflösung und 1540 ist so bei den Historikern ein bekanntes Jahr für große Dürre
Und da findet man auch in den Quellen also einige Hinweise. Ich drücke mal auf eins drauf. Jetzt kann ich drücken, gut. Genau, jetzt sieht man also, wie das funktioniert. Man hat also diese Marker und kann dann drücken, kann dann entsprechend zoomen. Dieser Beispielanwendung kann man auch die Jahre verändern, hat hier sonst leider. Kann man sich so durch die Zeitgeschichte klicken. Anderes Beispiel, was wir gemacht haben, das benutzt jetzt aktuelle Daten, die von der NASA geliefert werden, wie jetzt zum Beispiel den Sturm. Das scrollt dann dahin, wo der Sturm auch gerade ist, kann dann so umschalten, kann sich das in der Karte angucken, da fehlt der Hintergrund natürlich. So. Oder auch spannend, kann das auch mit Satellitendaten hinterlegen. Genau, dann sieht man hier sehr schön, wie dieser Sturm sich so entwickelt hat, ne, und kann dann auch so kleine Zeitreise machen, kann dann sehen, wie der hier so reingebraust ist. So. Genau. Ja, das waren die beiden Anwendungen, die ich Ihnen zeigen wollte. Was ist zukünftig noch geplant? Also der Code ist relativ schnell gestrickt worden, wegen Zeitmangel musste ich die Woche da nochmal mehr quick und dirty eigentlich den Code zum Laufen bringen. Deswegen schreit er nach Refactoring. Die Suchkriterien, habe ich Ihnen schon gesagt, würde ich gerne splitten, sodass man die recht gut anwenden kann auch. Controller möchte ich anbieten, dass man zum Beispiel einen Timeslider einbinden kann in die Karte oder einen Select oder eine Legende, dass man die Icons auch erklärt bekommt oder sie bestimmte Typen an- und ausschalten kann. Dokumentation muss man noch schreiben und dann wären auch natürlich andere Layout-Typen noch interessant, wie so Heatmaps zum Beispiel oder sowas. Genau, dann ist natürlich auch die Herausforderung, der Sinn, warum ich das gemacht habe, ist, dass man es natürlich auch in Tambora.org selber anwenden möchte. Ja, wie können Sie jetzt beitragen? Sie können das natürlich einfach benutzen und in die eigene Karte einbauen. Dann haben Sie also sehr schnell so eine Zeitreisefunktion in Ihrer Karte eingebaut. Wenn Sie Fehler finden oder Erweiterungswünsche haben, können Sie die gerne auf GitHub einreichen. Oder Sie können die Software natürlich auch gerne mit weiterentwickeln. Und was auch geht, ist, dass Sie eigene Daten in Tambora.org hinzufügen. Also wenn Sie irgendwo ein altes Tagebuch finden oder eine alte Zeitung oder irgendwie im Archiv über irgendwas stolpern und sagen, das lohnt sich doch mal, das der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, dann können Sie auch Daten zu Tambora.org hinzufügen. Haben auch schon einige gemacht. Ja. Habe ich nochmal die Links versammelt, wo Sie alles finden. Das ist dann ja nachher interessant, wenn Sie die Folien nochmal haben. Nochmal Links, so die ein bisschen um Tambora auch gehen. Ansonsten bedanke ich mich schon mal. Ja, okay. Vielen Dank. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit für Fragen. Ja, es ist noch Zeit für Fragen. Genau. Also haben Sie Fragen dazu? Ja, sehr spannendes Projekt. Mich würde interessieren, die interdisziplinäre Ausrichtung zu den Geschichtswissenschaften, weil es ja doch auch bestimmte Probleme mitbringt und vielleicht etwas genauer nachgefragt, so dieses Problem zwischen historischer Hermeneutik und einer naturwissenschaftlichen Quantifizierung. Also beispielsweise, wenn jetzt zum Beispiel dieses Problem, das man dann hat, man sagt, ja, hier kam jetzt dieser große Schneeanfall, aber möglicherweise ist es ja übertrieben, weil er das strafende Gericht Gottes hervorheben wollte. Also sprich, diese Frage, inwieweit interpretiere ich die Quelle und wie weit kann ich sie quantifizieren? Ja, genau. Also es ist tatsächlich dieser hermeneutische Ansatz. Da ist es auch sinnvoll, mehrere Disziplinen tatsächlich zu vereinigen, Historiker und Naturwissenschaftler in dem Fall, weil Historiker eben sehr gut an die Quellen herangehen können, kritisch die begutachten können. Das ist einer der Gründe, warum Tambora erschaffen worden ist, ne? Weil man halt mit mehreren Personen daran dann arbeiten kann.
man kann natürlich das auch lernen, in einer Person zu vereinigen, dieses Wissen. Ne? Das ist dann so eine Lebensaufgabe fast. Funktioniert natürlich auch. Ne? Also, aber wie Sie sagen, es braucht tatsächlich beides. Ne? Man kann dann auch überlegen, ist das sinnvoll, diese Aussage, ne? Wenn im Nachbarort der Schneesturm viel kleiner ist oder so zum Beispiel, ne? Oder die eher von einer Hitzewelle sprechen. Ja, da gibt es viele, viele Sachen, wo man auch meteorologisch quasi sagen kann, macht das Sinn, ist das schlüssig. Ne? Und ein bisschen auch nachher, wie viele Daten hat man zur Verfügung, ne? Ist das ein Einzelereignis, welche Intention steckt dahinter natürlich, ne? Ist es eine Strafpredigt oder so. Und also das berücksichtigen wir natürlich. Genau, aber ist ja auch spannend, ne? so eine Strafpredigt mal zu haben. Ne? Ist auch historisch interessant. Und ein Körnchen Wahrheit steckt ja meistens dahinter, ist dann meistens übertrieben, meistens in den meisten Fällen, ja? Wenn es falsch ist. Ja. Aber es ist nie ganz, ganz erfunden natürlich. Ja. Weitere Fragen? Das ist nicht so. Dann bedanke ich mich nochmal für den interessanten Vortrag. Ja, und um 17 Uhr geht es dann weiter.